Der 26. Deutsche Logistikkongress 2009. Herzlich willkommen. Das bedeutet in den kommenden 3 Tagen knapp 200 Aussteller, 3000 Besucher und natürlich interessante Fachvorträge. Und damit Sie an den Bildschirmen auch erfahren, was heute am ersten Tag am Mittwoch passiert ist, gehen wir jetzt mal rein und schauen uns das Ganze an. Schon in der ersten Stunde dichtes Gedränge im Eingangsbereich des Berliner Hotels Intercontinental. Wie jedes Jahr ein Muss für das Who is Who der Logistik. Viele Hände muss da dann auch Geschäftsführer Dr. Thomas Wimmer von der Bundesvereinigung Logistik schütteln. Herr Dr. Wimmer, schön, dass Sie hier sind. Ist natürlich auch eine Aufgabe für Sie. Mittwochmorgen, wie sehen Sie die nächsten 3 Tage für diesen Kongress? Freuen Sie sich drauf? Also wir freuen uns sowieso, und wenn ich so das Echo und das Feedback nehme von den Teilnehmern, die hier reinkommen, die sind alle fröhlich, die sind motiviert, die wollen endlich einen Schlussstrich ziehen unter die Krise und sagen so, wir starten jetzt durch. Die Indikatoren der Wirtschaft weisen nach oben, das spürt man hier, ist richtiges Vibrieren drin. Wir freuen uns auf die nächsten 3 Tage. Zuversicht also im Logistikbereich. Das spiegelt sich im Gespräch mit den Kongressteilnehmern wider, die wie die meisten deutschen Unternehmen versuchen, das Beste aus der Krise zu machen. Auch wir haben uns natürlich intensiver noch, als wir es vorher getan haben, mit Kostensenkungsprogrammen beschäftigt. Wir haben ein Programm, das nennt sich TOP, Teamoptimierung Prozesse, was wir vor 2 Jahren begonnen hatten und was jetzt natürlich eine neue Dynamik durch die Krise bekommen hat. Außerdem haben wir verstärkt überprüft, ob es Möglichkeiten für Zukauf gibt, und haben das in diesem Jahr auch schon 2-mal genutzt. Ja, wir haben erste Indikatoren, dass zumindest die Talsohle erreicht ist. Man muss vorsichtig sein, denn die Steigerungsraten, mit denen wir jetzt vorangehen werden, werden nicht so stark sein, wie viele vielleicht glauben. Aber da müssen wir noch etwas abwarten. Hoffnung haben wir. Unsere Logistiker haben in dieser Zeit trotz alledem nie rote Zahlen geschrieben. Bei der Rail-Seite müssen wir strukturell etwas anpassen. Aber dort im Verbund zusammen in einem Netzwerk stehen wir eigentlich recht gut da. Netzwerken. Natürlich gilt das auch für den Logistikkongress 2009. Ob auf der Schiene, der Straße oder zur See, auch der Mittelstand besinnt sich auf seine Stärken. Ich denke, dass in der Krise kleinere und mittelständische Unternehmen vielleicht sogar etwas besser aufgestellt sind als große Unternehmen, die irgendwie monokulturell aufgestellt sind. Weil es natürlich immer so, wenn ein Bereich getroffen wird und man hauptsächlich aus diesem Bereich lebt, trifft es einen härter, als wenn man diversifiziert in vielen Bereichen ist. Die Busgruppe ist gut aufgestellt. Wir sind mit der Ixocon, machen wir Logistikimmobilien. Im Kapitalmarkt sind wir im Containerbereich, nicht im Containerschiffsbereich, sondern in den Containern selber tätig, sind dort auch gut durchgekommen. Die Fonds laufen relativ gut im Verhältnis zu anderen in diesem Segment. Gut laufen Immobilien und Kapitalfonds, in diesen Zeiten eher ein Einzelfall. Wie in der Podiumsdiskussion zu den Stärken und Risiken inhabergeführter Unternehmen deutlich wurde, wird nach der Finanzkrise auch Wachstum neu definiert. Wachstum bedeutet für mich gesundes Wachstum vor allen Dingen. Wachstum so, dass ich es auch finanzieren kann. Wachstum bedeutet auch für mich, die Logistik anzugleichen, denn nur durch effektive Logistik können wir diesem Wachstum auch gerecht werden. Man sieht ja immer mehr, dass heutzutage Versender ihre Logistik aussourcen, weil sie vielleicht das nicht wichtig genug nehmen. Und ich denke, gerade in Zeiten dieser Krise ist es besonders wichtig, dass man eine ausgeklügelte Logistik hat. Der erste Tag des 26. Deutschen Logistikkongresses ist erfolgreich zu Ende gegangen, liebe Zuschauer. Sehr viele interessante Fachvorträge, über 3000 Besucher, die in diesen Tagen hier sind, um sich eben bei diesen Fachvorträgen zu informieren, um auch zu netzwerken, natürlich auch ein ganz wichtiges Thema. Das geht morgen am Donnerstag weiter und wir freuen uns jetzt schon, auch morgen dabei zu sein, um dann wieder über die interessantesten Ereignisse zu berichten. Also schauen Sie morgen auf die Internetseite bvl.de und dann werden Sie natürlich bestens informiert. Bis morgen.